Okay. Haben Sie denn auf YouTube unsere Videos geschaut? Nö. Also ich kenne Ihre Firma überhaupt nicht. Komisch. Das kann ich auch nicht nachvollziehen, Herr Steiner. Ja, nach deutschem Datenschutzgesetz müssten Sie das schon tun können. Nein, das stimmt nicht. Müssen Sie dann das Datenschutzgesetz noch einmal lesen, vielleicht? Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal wieder mit der Trading-Abzocke auf dem Finanzmarkt. Ich frage mich hier ernsthaft, wie man mit so undeutlich sprechenden Mitarbeitern überhaupt Opfer findet, die hier ihr Geld einzahlen. Das komplette Gespräch beginnt schon sehr unseriös. Und die Mitarbeiterin hat nicht mal Interesse daran, mir vernünftig ihre Webseite vorzustellen, auf der ich mein Geld einzahlen soll. Viel Spaß mit dem Video. Guten Tag. Ja? Mein Name ist Diana, ich arbeite bei Space Market. Herr Steiner? Herr Steiner, es geht jetzt um Online-Handel auf dem Finanzmarkt. Ich habe gesehen, Sie haben sich dafür interessiert. Ist das richtig? Ja. Sehr gut. Sagen Sie mir bitte, welche Informationen haben Sie schon bekommen und ob Sie schon bereit sind anzufangen? Bisher habe ich noch gar keine Informationen. Noch gar keine Informationen. Okay. Welche Informationen haben Sie dann auf unserer Seite gelesen? Dann brauche ich von Ihnen mal nochmal den Namen der Seite. Wie ich schon ganz am Anfang gesagt habe, unsere Firma heißt Space Market und wir haben unsere Seite im Internet auch. Ja, und die Domain dazu? Spacemarket.draw. Herr Steiner. Bin ich so nicht, nein. Was sagen Sie? Bin ich nicht, nein. Finden Sie mich? Sind Sie direkt vor dem Computer? Ja, ich bin am Computer. Dann schreiben Sie bitte Spacemarket, dann Punkt und dann Pro. Kommen Sie direkt zu unserer Seite. Die Seite wurde nicht gefunden. Was haben Sie geschrieben? Spacemarket.com. Entschuldigung, es ist nicht .com, sondern .pro. P-R-O. Ach, Pro. Richtig. Ja, funktioniert das jetzt? Jetzt sehe ich so eine Seite, ja. Perfekt. Also wie Sie schon auf unserer Seite sehen können, wir beschäftigen uns unsere Arbeit auf dem Finanzmarkt. Eigentlich haben wir Handelswort und Sie können direkt dann mit unseren Token auch arbeiten. Entschuldigung, können Sie bitte Lautsprecher vielleicht ausmachen? Ich höre mich selbst. Mein Lautsprecher ist aus. Ist aus. Okay. Gut, dann Herr Steiner, sagen Sie mir bitte, wofür genau haben Sie sich interessiert? Für die Arbeit mit dem Broker oder für die Benutzung eines Handelsbots? Das weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht. Da bräuchte ich vielleicht mal ein bisschen Beratung. Wie wissen Sie das nicht? Bitte? Wie haben Sie denn Ihre Daten hinterlassen, ohne zu wissen, was Sie interessiert? Na, auf dieser Seite hier gar nicht. Da war ich noch nie drauf. Wirklich? Richtig, ja. Okay. Haben Sie denn auf YouTube unsere Videos geschaut? Nö. Also ich kenne Ihre Firma überhaupt nicht. Komisch. Wo haben Sie denn sonst die Daten hinterlassen, dass ich sie bekommen habe? Ja, das müssten Sie mir ja eigentlich nach deutschem Datenschutzgesetz sagen können, wann und wo. Das kann ich auch nicht nachvollziehen, Herr Steiner. Ja, nach deutschem Datenschutzgesetz müssten Sie das schon tun können. Nein, das stimmt nicht. Müssen Sie dann das Datenschutzgesetz noch einmal lesen, vielleicht? Ja, das habe ich hier vor mir. Oh, Sie auch. Haben Sie Computer und Datenschutzgesetz? Perfekt. Also ich gehe mal ganz stark davon aus, dass Sie ein Betrügerunternehmen sind. Aus welchen Gründen? Sie können mir ja nicht mal sagen, wo meine Daten herkommen. Dazu sind Sie aber gesetzlich verpflichtet. Herr Steiner, wie ich Ihnen gesagt habe, Sie sollen dann Ihre Daten auf unserer Plattform hinterlassen haben. Ja gut, das ist ja nicht wahr. Das habe ich Ihnen ja schon bereits mitgeteilt.
Das hat dann Ihnen jemand gemacht. Sie müssen mir ja sagen können, wo die Daten herkommen. Ich habe Ihnen schon gesagt, wenn Sie das nicht selbst gemacht haben, dann haben das vielleicht Ihre Freundin gemacht oder Ihre Familie. Wie kann ich dann auch das wissen? Naja, das müssen Sie schon wissen. Sie dürfen mich ja auch nicht einfach so anrufen. Herr Steiner, ich habe Ihre Kontaktdaten. Für mich das bedeutet, dass Sie das selbst gemacht haben oder Sie selbst eine Anmeldung gemacht haben. Mehr weiß ich auch nicht und brauche auch nicht zu wissen. Das klingt natürlich sehr seriös, ja. Ja. Also wenn das für Sie unseriös ist, dann können wir unser Gespräch auch beenden. Ja, weiß ich nicht. Sie haben mich ja angerufen. Sie wollen ja irgendwas von mir. Ich wollte nicht von Ihnen. Ich habe gefragt, ob Sie noch für den Onlinehandel sich interessieren. Ja, dann habe ich gesagt, ja, das tue ich. Na, sehen Sie. Deswegen habe ich auch mit Ihnen weitergesprochen. Aha, okay. Ja. Da hat sie wohl dann keine Lust mehr gehabt, weiterzumachen. Wenn das hier wirklich ein seriöses Unternehmen gewesen wäre, dann kann man das eigentlich ganz gut mit der eigenen Hausbank vergleichen, wenn man hier eine eigene Beraterin oder einen Berater hat. Die rufen ja auch ab und zu gelegentlich mal an. Allerdings bekommt man dann hier auch ganz genau erklärt, worum es eigentlich in dem ganzen Gespräch gehen soll. Ich denke nicht, dass hier dann einfach mehr oder weniger mitten im Gespräch aufgelegt wird, nur weil man merkt, dass hier nichts zu holen ist. Ich hoffe, dass euch mein neues Video gefallen hat. Hinterlasst mir doch gerne einen Daumen hoch, falls ja. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, abonniert gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.